Wo so. Bin ich hier überhaupt? Die größte Kirche im ganzen Land. Es hieß, ein Gott habe hier drin gelebt. Aber ich sitze hier schon fast seit 10 Jahren. Und noch bin ich dem nicht begegnet. Ist tatsächlich da oben. Ja, genau, halt dich halt nicht fest. Fast ganz runtergesegelt. Hochspringen, du Idiot, Mann, ich hasse dich. Ich will, dass der stirbt am Ende von dem Scheißspiel. Ja, das sind so Koop-Spiele. Ich spiele mit dem Michael halt immer so Koop-Spiele, ja, das machen wir immer. Aber es ist schon, ja, wir haben gute Sachen gespielt, It Takes Two und Way Out und sowas, aber, ja, hier, Warum hast du diese Peacekeeper ermordet? Ich habe nie reicht es halt irgendwann auch ein bisschen. Ich habe mich gegen Leute du hast dir die Leiter runtergemacht, ne? Ja. Würdest du doch auch tun, wenn jemand dein Zuhause... Nein! Er hält sich aber an der Glocke nicht fest. Hatte noch nie ein Zuhause. Und man muss die Spiele, die man anfängt, ja auch zu Ende spielen, so ein bisschen. Zumindest manchmal, ja. Und dann, wenn wir das hier durch haben, dann fangen wir mit Resident Evil 5 an. Das wird vielleicht ein bisschen... Ja. Das geht dann auch vielleicht nicht ganz so lange. Ja, nein. Ja, ich... So zwischen WoW und so muss man ja auch mal irgendwas Schlechtes spielen. Was nicht so Gutes spielen, meine ich. Bezaubernd, oder? Ja. Ein Wunderwerk der Architektur. Nein! Ein Höhepunkt menschlicher Kunst. Die stolzeste Leistung unserer Vorfahren. Und wir klettern daran rum wie die Äffchen. Jetzt brauchen wir so ein Ding hier öffnen. Super. Hab ihn. Gut gemacht. Und jetzt? Lässt dich wohl nur schwer entmutigen. Was wärst du jetzt zu ihm zurück? Tja, vielleicht wirst du mir nützlich sein. Komm zurück zu mir. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, jetzt müssen wir jetzt zu dem zurück. Oh. Oh Mann. Den Hemmstoffbehälter haben wir ja noch nicht gefunden. Du hast es? Ja. Gut. Warte einen Moment. Die Textur war schon mega nice, ne? Welche Textur? It Takes Two. Ach, It Takes Two. Ja, It Takes Two war ein mega Spiel. Das hat wirklich Bock gemacht. Du hast ihn. War gar nicht mal so schwer. Okay, also, und was ist die Überraschung? Was willst du als Gegenleistung? Du hast wenig im Angebot, was mir helfen würde. Warte. Ich freue mich auf Resident Evil 5, weil wir das auch diesmal spielen können, ohne diesen scheiß Splitscreen zu haben. Scheißen und schlafen. Was könntest du mir bieten? Ein Fell? Das hat mir bei Resi immer gefehlt. Beim Kopf. Ja, aber dafür ohne diese PlayStation Move Controller. Das ist doof. Ich hatte eigentlich Shooter auf Controller. Ach so. Aber ich gebe noch Auto M. Was hat er gesagt? Ich habe gar nicht zugehört, habe ich gesagt. Für deine Freundschaft. Er hat mich. Wir wollen ja was von ihm. Das ist in der Tat eine Überraschung. Ja, das ist leider so, Andorosch. Hier ist alles ein bisschen umständlich und ein bisschen... Und meine Abwehrmechanismen überlistet. Wir wollten letztes Mal auf irgendein Hochhaus klettern und brauchen dafür irgendwelche Lampen. Und die Lampen haben wir jetzt immer noch nicht. Wir sind immer noch dran, dass wir überhaupt mal auf dem Weg zu diesem Hochhaus kommen. Ist ein bisschen langgezogen alles. Ah, Sicherheitszone. Alleine hätte ich noch niemals gespielt. Der erste Teil war so gut. Und ich habe trotzdem irgendwann noch Bock auf Dead Island 2, weil das viel mehr meins ist. Hier ist ein Sammelitem. Unten einen Wurf habe ich gefunden für einen Husar. Was? Ah, da. Husar. Falls man irgendwann mit so einer komischen Säbelzahn-Tiger-Waffe da rumhantieren müsst. Juan,
Alles erledigt. Kurt hat die Wanze repariert. War ja klar, dass du das schaffst. Aber du hast untertrieben, wenn es darum geht, wie schräg dieser Kerl ist. Ich sagte doch, dem haben sie ins Gehirn geschissen. Genau deshalb... Wir holen uns jetzt auch noch Hemmstoff, ne? Weil ich nicht will, dass mir sowas passiert. Was jetzt? Ja. Nicht okay. Über Funk. Komm zu mir. Aufs Schiff. Wieder auf das Schiff. Mann. Hier, guck mal. 31 Meter. 28 Meter. Ah. 21. Wie weit ist es noch bis da, wenn du da unten bist? 20. Hier ist 18. Aber komm mal besser wieder hoch. Ja, ja. Ah, hier ist auch eine Tür auf. 18, 12, 11. Das ist so lächerlich. Wir waren eigentlich schon da. Hier ist der direkt. Hä? Wo haben wir den nicht gesehen? Ja, weiß ich. Boah. Ja. Wir können nicht alles. Ich glaube, heute gehe ich mal auf Leben. Geh auf Leben. Meins ist er. Da er sammelt irgendwas braucht. Boah, diese ganzen. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, irgendwelche Fähigkeiten auszugeben, weil mich das total überfordert. Ja, ich auch nicht, aber. Ich weiß nicht, irgendwas. Ja, so Aufbaukram mag ich auch sehr gerne, spiele ich ja auch wirklich sehr gerne. Hier diesen Park Beyond oder so, der jetzt bald rauskommt, dieser Freizeitpark Dings im Juni. Das interessiert mich ziemlich, weil der so gut das Spiel richtig gut aufgemacht ist. Auch so ein bisschen abgedreht, aber gut. Aber und Survival-Kram, keine Ahnung, das ist halt echt nicht so meins, ne? Sowas könnte ich mir vielleicht im Koop ein bisschen vorstellen. Sowas wie Valheim finde ich gut. Oder Medieval Dynasty finde ich auch geil, aber das ist halt schon wieder so groß und umfangreich, da hast du schon wieder kein Leben nebenbei. Ja. Survival. Okay, wir können dann jetzt Schnellreise zum Schiff machen. Ne? Ja. Aber warte mal, draußen außerhalb der Kathedrale war da auch noch so ein ich weiß es nicht Brennstoffbehälter, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, wir können einfach mal rumschauen hier. Gehen wir nochmal hoch. Nochmal raus hier aus der. Mal nämlich fliegen. Also ich könnte dir immer noch empfehlen, wirklich einmal das Skyrim nochmal auf den Survival-Modus durchzuspielen. Nein. Oh doch, das wäre eine Experience, die würde dir auch, glaube ich, richtig gefallen. Nein, die würde. Da hast du recht. Absolut. Aber ich bin noch nicht reich genug, dass ich komplett darauf verzichten könnte. So, von welcher Seite sind wir denn gekommen? Da ist das Schiff. Sind wir von da aus hier reingegangen? Ja, ne? Du musst das doch sofort erkennen, bitte, wo du das, wo du warst und den Hemmstoffbehälter von außerhalb gesehen hast. Ich stürze mich auf einen Tod. Nein. Entweder da oder hier hinten. Egal, einfach mal. Weiß ich, einfach springen. Sieht alles generisch aus. Gar nicht. Alles einzigartig. Oh, hier ist eine Hier ist ein. Fliegt einfach mal ganz chillig hinterher. Hier ist eine. Was machst du da für eine scheiß Biegung hier? Ja, ich fahre mir einfach nicht mehr so sicher. Da sind die Trampolin-Dinger. Das sieht doch gut aus. Guck mal. Nein, ja. Nein!
Ja, kein Ausdauer mehr. Mach Abgang. Ich bin angepisst hier alles, also. Oh, Mann. Da hinten ist eine U-Bahn-Station, die können wir freischalten. Welche Richtung? Nord, Nordost? Andere Richtung. Da, wo die Zombies alle sind. Ah, da wo gekämpft wird auch. U-Bahn, Kathedrale. Ach, geh doch weg. So. Da sind wir. Yay! Progress. Wir machen heute richtig Progress hier. Richtig. Unfassbar, einzigartig. Das liegt auch überhaupt nicht daran, dass wir nicht noch 3 Monate dieses Spiel spielen wollen. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, heute ist das geile Zombie-Slayer-Spiel spielen. Sehr schön. Ah, genau, fliegende Zombies. Bein ab, der kugelt noch ein bisschen hier. Ich wette, du freust dich wieder auf eine Runde WoW, ne? Ich wette, du freust dich jetzt schon wieder auf eine Runde WoW, ne? Total entspannte Classic-Runde. Ne, Classic ist es ja nicht. Gestern das Classic, doch, das ist eigentlich Classic. Dieses Hardcore ist ja eigentlich so jetzt von der Community so erfunden worden und deswegen macht Blizzard da bald offizielle Server für auch. Weil sie gemerkt haben, dass die Leute das wollen. Dann gibt es das direkt mit richtigen Regeln und so weiter. Schon schön. Classic ist mega entspannt. Ich liebe das Spiel. Weil ich dann direkt so abbrechen würde von den ganzen Sachen, die man da sieht, ne? Ja, diese ganzen, ich sag mal, Fenster und hast nicht gesehen, die hier sind und unten hast du eine Leiste mit 20 Fähigkeiten oder sowas. Ja. Bei WoW meine ich jetzt, ne? Ja. Ein paar Fenster brauchst du ja nicht, die ich so als Mod zusätzlich drauf habe, aber ja, ohne die Aktionsleiste ist halt schwierig. Fähigkeiten. Das. Minimieren kann man es trotzdem, da hat man relativ wesentlich weniger, aber kann, beziehungsweise es gibt auch in Mods, da sind die Aktions Leisten, glaube ich, hier so unsichtbar oder so Mouse Over mäßig gemacht. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich renne hier rum. Du bist auch bei den U-Bahn, ne? Richtig jetzt. Ich bin noch weiter oben, glaube ich. Ich bin noch nicht weiter runtergegangen. Hier gibt es überall Sachen zu sammeln. Ja, das sieht halt immer wild aus. Das stimmt halt. Oh, hier sind die. Hier sind die. Das heißt Ficker hier. Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Wie viele waren das von denen? Einer. Das sind.
Lauf, 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 lauf. Okay, nein, ich bin tot. Aber du lebst wieder. Was? Das ist aber, glaube ich, bei allen MMOs so, die man so im, wenn man die sich anguckt und die nicht kennt, glaube ich, sieht das immer so aus, als würden sie einen erschlagen. Und wenn man es dann selber spielt, ist es immer halb so wild. Ja, das ist nicht spannend. Okay. Ja gut, hätte ich wahrscheinlich vor 20 Jahren angefangen oder was, ich weiß nicht, wie alt das Spiel ist. Dann hätte es wahrscheinlich irgendwie mich gereizt, aber... Ja. Nächstes Jahr wird es 20. Ja. Wir, nee, ernst? Oh. Wer denn? Ja. Also hier. Ja. Da unten. Ach, in der Kirche sogar. Ja. Ja gut, da können wir noch mal kurz hin. Was denn? Da hinten ist die U-Bahn. Oh, ich denke auch, WoW wird niemals sterben, ne? Die werden wahrscheinlich irgendwann mal WoW Classic 2 rausbringen noch. Ja, die haben ja letztens vor anderthalb Jahren nochmal Classic rausgebracht, dann aber nur im saisonalen Modus und so ein Kram. Stellaris 2, ja, das hast du doch immer gespielt, ne? Michael. Stellaris, ja, das ist mega, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich hätte auch mal wieder Bock auf richtig auf Crusader Kings 3, aber das zeigt auch schon wieder so. Nachdem ich da in einem Modus einmal durchgespielt habe und mir dann wirklich fast ganz Europa gehört hatte, das war so schön, ich will das Spiel so in Erinnerung behalten. Nach den ganzen Schicksalsschlägen, die man da immer hat. Wenn ich dich jetzt begeistern könnte, ne? Aber die kann ich nicht begeistern. Es ist mehr die fehlende Zeit bei dem Spiel. Es ist weniger, dass ich das nicht interessant finden würde. Das, ich hab ja dann von Wick. Zeit ohne Ende. Ich hab halt jetzt letztes Jahr noch Victoria 3 gespielt. Das war ja auch von Paradox. Das war halt auch sehr nice. Aber das ist das hat weniger Wiederspielwert als Crusader Kings. Ich mach schon hier was, ne? Ja, das ist es halt auch. Aber ich habe mich halt trotzdem, Crusader Kings habe ich jetzt auch irgendwie 200 Stunden gespielt. Zwei Spielstände habe ich mal gemacht. Und war halt dann mit dem Ausgang, wie gesagt, so zufrieden, dass ich seitdem auch nicht mehr gespielt habe, weil ich war glücklich über den Ausgang. Und ich glaube, wenn du Crusader Kings spielst und mit dem Ende zufrieden bist, nach dem allem, was da passiert ist in der Spielzeit, irgendwelche Erbfolge, Tötungen und so eine Scheiße und Intrigen, Mist, ja, dann bist du froh, wenn das so in Erinnerung bleibt, ja. Ich habe extra Ivar den Knochenlosen genommen, weil er da in Irland und so weiter, Schottland, der stärkste war und alles und wegen Story und hast du nicht, weil ich dachte, boah, den setzt jetzt voll auf Krieg, hast du nicht drum und dran, ja. Und
Und bei ihm, alle, die in meinen Chat kamen, sagen, boah, der nervt nur, der Ivar, der lebt immer ewig, der macht einem nur Stress, ich benimm den, ja, und nach 3-4 Jahren ist der krank und ist tot. Dann hatte ich gar nichts mehr da in Schottland, nur so ein kleines Himmelsreich. Victoria 3 war aber auch nice, aber allerdings ein bisschen, ja, die Kriege waren komisch, aber der Rest war ziemlich gut. Da hatte ich am Ende mit Belgien das höchste BIP auf der Erde. Ja, Stellaris, ja, wie gesagt, müsste man mal gucken. Also prinzipiell habe ich ja schon mal gegen solche Spiele nichts. Hat Paradox aktuell nicht den Sale auf Steam? Ja, ne? Was? Ich trotzdem teuer mit den ganzen DLCs, ne? Ja. Ja, vor allem Park Beyond ist noch so ein Aufbauspiel, was mir demnächst eigentlich relativ, wo ich relativ hohes Interesse habe. Hat der Bram letztens 2,5 Stunden im Stream gespielt. Das kommt im Juni raus. Das ist eigentlich nice. Stellaris 350 Stunden, na gut. Also mein längstes Spiel war Stellaris und da habe ich gerade mal 140 Stunden geschafft. Ja, 305. Bei Crusader Kings. Ich fand Victoria 3 nicht schlecht. Es war halt ein sehr ruhiges, entspanntes Spiel und sowas mag ich halt auch durchaus mal. Aber Crusader Kings habe ich, genau, da habe ich 150 Stunden oder so. Das war gut. Ja, wie gesagt, Stellaris habe ich halt nicht, aber definitiv sehr interessant trotzdem. Ach, jetzt müssen wir hier wieder. Das sollten wir uns mal merken, dass wenn eine Matratze auf dem Boden liegt, du auch von einem Hochhaus springen kannst und dir nichts passieren wird. Der Paradox ist schon rum. Ja, ich habe das letztens irgendwann gesehen, dass die ganzen Paradox-Spiele im Angebot waren bei Steam. Ja. Ach, hier runter müssen wir jedes Mal, stimmt. Ist ja auch jedes Mal dasselbe. Und jedes Mal suchst du noch, wo muss der denn lang? Oh, jetzt fängt das hier wieder an. Ach ja. Ich dachte, dieses Spiel ist schon irgendwie. Ja. Abwechslungsreich, meinst du? Ja. Mann, lass dich doch. Lass dich fallen, du Penner, Mann. Ja, das ist es halt, genau. Das hat mir da aber sehr gut gefallen. Also ich habe sogar noch einen Screenshot auf meinem PC, weil wo ich den Iron Man Modus zu Ende gespielt hatte bei Crusader Kings, habe ich die Europakarte gescreenshottet, weil ich mir unbedingt in Erinnerung oder als Andenken haben wollte, wie mein Reich ausgesehen hat, weil ich so glücklich war. Also Spanien habe ich leider nicht mehr ganz geschafft, aber der komplette Rest in Europa war Großbritannien. Komplett alles. Den Papst habe ich niedergemetzelt. Alles war weg. War richtig nice. Hat richtig gut geklappt. Teile von Afrika habe ich mir schon geschnappt gehabt. Schön, dass du es probiert hast, hier hinzukommen. Ich widme den Generator dir dafür. Okay, ich gehe zum Rechten. Okay. Machen wir jedes Mal, haben wir da so einen, wo wir beide gleichzeitig hinrennen, ne? So. Da ist er gerade nicht gesprungen, dieser elende Verräter, dieser NPC und PC, nee, dieser kein NPC. Und PC ist er auch nicht. Also. Oh, das ist auch an. Ist er da? Ja. Ach so, wir haben jetzt hier 5 Generatoren. Waren doch sonst immer nur 4. Hervorragend. Mein Gott, Abwechslung wird schwieriger. Nee, es dauert nur immer alles länger. Ich fall schon wieder runter. Da hoch vielleicht?
Oh oh, mein Controller ist am Knistern. Dein Controller ist was? Am Knistern, da ist irgendwas am. Schon irgendwas drin lose ist. Ich glaube kaum, dass es irgendwelche Brötchen drin sind oder sonst was. So, fertig. Vier Generatoren. Oh. Naja, haben wir auch mal wieder einen Schnellreisepunkt. Macht uns das Spiel ja auch noch mal ein bisschen leichter. Das wird jetzt schon, fände ich schön, wenn das Spiel noch mal vorbei wäre. Ich glaube, es dauert noch. Kannst vergessen. Ja, das sowieso. Dafür müssen wir auch noch mal neu anfangen. Aber so ein paar Trophäen würde ich schon trotzdem noch eigentlich ganz gerne holen. Ich würde zumindest gerne alle Hemmstoffbehälter haben. Weil die machen eigentlich auch Spaß da, wo es die gibt meistens. Das ist noch so der beste Teil. Und alle Windräder. Die Windräder, die machen eigentlich auch Spaß, immer da hochzuklettern. Aber der Rest ist mir dann egal. Wir haben eine U-Bahn aufgemacht, damit die Zombies U-Bahn fahren können. Hey! Ah, hier ist ein Hemmstoffbehälter. Sehr schön. Schön. Ja. Absolut. Absolut. Okay. Dann, jetzt machen wir schnell Reise zum Schiff, ne? Wollen wir Hauptquest weitermachen, denke ich, oder? Ja. Schiff habe ich, ne? Hm? Ach nee, das hat sie beim letzten Mal nicht. Ja, dann nicht schlimm. Nein. Verfolgen. Wir schnell reisen, Mann. Moment. Wo war denn das Schiff? Das war, im Norden hier, im Nachbargebiet, in dem Blauen. Ah, du bist beim letzten Mal da schon nicht hingekommen, warum auch immer. Ist es das White Dwarf? Es ist. Nee, schwimmende PK-Festung. White Dwarf ist aber in der Nähe immerhin. Da kann man da reingehen, ne? Ja, ich bin schon beim Schiff. Verstehe nicht, warum du da nicht hin kannst. Das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Ja, ich hätte irgendwas noch wahrscheinlich. Zack, gehört dir. Oh, zack, gehört dir. Ich glaube nicht mal, dass du unbedingt was falsch gemacht hast. Es war einfach das Problem, dass wir alle U-Bahn-Stationen ja freigeschaltet haben bis jetzt. Aber die war storytechnisch freigeschaltet. Wie ja. Du hast ja auch die Story-Armbrust nicht gekriegt. Stimmt. Weißt du, alles, was du storymäßig freigeschaltet wirst, dass du das nicht kriegst, weil du halt nicht Host bist oder so eine Scheiße. Keine Ahnung. Stimmt. Das kann nicht sein. Mit dir lege ich mich nicht an. Okay, aber wenn wir danach gelabert haben mit dem Typen, würde ich mir ganz kurz gerne eine ganz kleine, minimale, winzige Pinkelpause machen wollen. Nach dem Gespräch ist in Ordnung, weil wenn wir eine Pause machen und danach spielen können, dann sehr gerne. Aber wenn wir jetzt gleich Pause machen und nicht danach, dann danach erstmal wieder quatschen müssen, dann habe ich keine Motivation, mit der Pause aufzuhören. Okay, ja, also nach dem. Quatsch, ey. So. Ja, können wir gerne machen. Ja, ja, es ist halt der Tee, eigentlicher Tee habe ich jetzt getrunken. Jedes Mal dieses Rum. Einmal durch die Welt gerenne hier. Hier das auch immer alles weg. Du bist zurück? Ja. Hä? Was ist geschehen? Ach so. Alles repariert. Ist so gut, ey. Wenn man die Leute hier einfach hin und her teleportieren kann. Weißt du, was das ist, ey? Kaviar steht doch da. Sieht aus wie Kugeln, Schrot.
Dios que triste. Das sind Eier, Aiden. Na, du hast aber kleine Hühner. Fischeier. Beluga, um genau zu sein. Aus dem Kaspischen Meer. Gilt weltweit als einzig echter Kaviar. Schmilzt geradezu auf der Zunge. Der Geschmack der Wellen eines schwarzen, tiefen, fernen Meeres. Die Welt ist voller herrlicher Dinge, wunderbarer Gefühle, schöner Männer und schöner Frauen. Das humorlose Fußvolk kapiert das nicht. Sie töten für die Zukunft und vergessen die Gegenwart. Sie? Die Major Metz dieser Welt. Setz dich her. Ich habe mich um die UV-Lampen gekümmert. Hat Matt dir erzählt, was er mit Lampen an einem Ort ohne Elektrizität will? Und wie er sein Himmelfahrtskommando durchziehen will? Dachte ich es doch. Kontaktiere ihn. Sag ihm, dass die Lampen ins Fernsehstudio gebracht werden. Matt, die Lampen sind bereit und warten auf Sie. Okay, Aiden. Gut gemacht. Ich hoffe, Juan ist Ihnen nicht auf die Nerven gegangen. Juan sagt, es gibt keinen Strom im Fernsehstudio. Was nützen uns die Lampen, wenn wir sie gar nicht einschalten können? Ja, Juan redet nur Mist. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Juan macht auf dicke Hose, aber ich komme mit ihm klar. Sehr gut. Tollwütige Hunde sollte man meiden. Und wenn sie beißen wollen, verpasst man ihnen den Gnadenstoß. Aiden, wir müssen uns unterhalten. Darüber, wie wir die verdammte Antenne einnehmen. Warten Sie auf mein Zeichen. Alles klar. Jack gibt gerne Befehle, wie du siehst. Bleib am Funkgerät. Mal heißt der Jack, mal heißt der Matt. Das verwirrt mich komplett. Ich habe immer gedacht, die reden von zwei verschiedenen Leuten. Oh, Kathedrale. Ich gehe jetzt noch eben zum Händler. Ja. Ja. Dann kaufen wir bitte einen schönen Bogen. Hey, hast du den Quartiermeister irgendwo gesehen? Oh, hier ist auch eine Quest. Komm, ich muss dir was zeigen. Ja. Ich weiß, wer du bist. Du hilfst Leuten. Ja, manchmal helfe ich Leuten, ja. Ich zahle natürlich auch. Kein Problem. Nach einem Rock suche ich. Ja. So. An Handeln eben. Kaufen. Nee, kein Bogen. Danke dafür. Ich glaube, das dauert echt noch eine Weile, das Spiel. Kann mir zumindest als Ballast dienen. Etwas sagt mir, dass das, was er zu sagen hat... Ich gehe mal ganz kurz pinkeln. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ich fühle mich schon als Dieb. Fühle mich als Dieb. Ja, jetzt haben wir 58.000 Geld. Aber was wir damit so machen wollen, keine Ahnung, ehrlicherweise. Auch nur Scheiße. Granaten können wir mit. Molotow? Granaten, oder? Granaten. Ja, holen wir uns dafür dann nicht. Du kannst hier jederzeit einlaufen. Komm mal her, Skipper. Okay, dann bin ich auch mal kurz 5 Minuten weg. Danach geht's weiter mit der Hauptquest heute weiter erstmal. Und dann sehen wir mal, wie weit wir da so noch kommen. Gleich.
Also mal. Ladies and Gentlemen, hier bin ich wieder. Oh, ich freue mich, wenn morgen früh ist. Warum? Weil ich wieder essen kann. Ach so. Dienstag und Donnerstag sind immer meine Fastentage. Ganzen Tag? Ja. Wäre nichts für mich. Ich muss ja irgendwie den Bierkonsum kompensieren. Okay. Ich habe mir gerade extra die weißen Toffifees geholt und du sitzt da. Das ist sehr nett. Ja. Das ist schon eine Hassliebe hier. Okay, weiter geht's, ne? Musst du nicht handeln? Ich habe schon gehandelt. Oh, okay. Ach, warte mal. Hier sind zwei Händler, ne? Andere. Gab's hier nicht zwei Händler? Ja, komm raus, der ist draußen. Stimmt. Ich suche eigentlich nur immer diesen fucking Bogen. Bestimmt war der einzigartig, weil der orange war. Einmal PK Einkauf. Der hat 150 Schaden. Viel Spaß! Da liegt überhaupt schon noch irgendwo rum. Frieren-Effekt. Ich glaube, das Spiel geht noch eine ganz schöne Weile, ne? Ja. Weil ich habe eben beim Händler auch noch Items jetzt für die Stufe 7 schon gefunden. Sind jetzt gerade mal 6 geworden. Daran. Ja, es sollte mindestens zweistellig sein, die Stufe, denke ich mal. Macht das Spiel nicht noch länger. Ja. Ich wünschte, die Leute vom Bazar würden mehr mit uns reden. Dieser Streit ist albern. Wir alle wollen Frieden. Okay. Ich muss wieder ein paar Pfeile herstellen. Ach, da kommen wir da sogar mit dem Quick-Menü machen. Konnte man nicht, konnte man doch. Die PKs stehen hinter dir, Pilger. Warte sie auf Mats Vorladung. Ach, jetzt müssen wir sogar erst warten, bevor wir die Hauptquest weitermachen können. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Nebenquest, die wir eben eingesammelt haben, oder? Die schwarze Witwe. Ja, komm an. Ach, dann müssen wir schon wieder zum Fischauge. Na, noch eben ein, ne? Fischi. Genau, ein Toffifisch. Mann.
Running Man. Da oben ist, glaube ich, wieder so eine. Netrunner-Verstecke hier im Bus werden auch immer häufiger. Das Fischauge. Hast du von dem Jäger gehört? Ich mach zu singen von den Eltern, das Fett angehört. Finden Sie Josh nachts im Fischauge? Jetzt gerade Tag geworden. Gucke ich erst nochmal nach dem Shop nach Morgen. Keinen fucking Bogen mehr. Wovon redest du da? Wie kommst du überhaupt auf sowas? Ah, hier. Hier können wir bis nachts schlafen. Na, jetzt sollen wir wieder aufs Schiff. Ne, jetzt machen wir immer die Quest. Wer ist Josh? Sei nicht so. Ich hab deinen Titten ein Kompliment gemacht. Meine Schuhe hatten gleich ein Kompliment für deine Kronjuwelen. Alles in Ordnung? Da bist du ja. Kaum bist du ein Minütchen weg, schon quatscht mich der Schwachmat hier an. Sorry, ich wollte nur sicher gehen, dass es deiner Perle gut geht. Also, What? Und wo ist dein Freund? Er sitzt an der Bar und gibt mir ein Bier aus. Warum bestellst du dir nicht auch eins? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her? Kennst du eh nicht. Ich suche einen Freund. Kennst du einen Typen namens Josh? Ist wohl ein Stammgast. Kommt mir bekannt vor. Was willst du von ihm? Na, über unsere Liebschaften plaudern. Von denen habe ich auch einige auf Lager. Aber klar, wenn ich ihn sehe, sage ich dir Bescheid. Pass auf dich auf. Hey, dein Bier. Keine Sorge, ich mach das schon. Du lässt es dir gut gehen, was? Du hast was von Josh gesagt, oder? Geh aufs Dach, Mann. Solche üblen Schläger wie er sind hier in der Bar unerwünscht. Danke. Okay, aufs Dach. Da hinten auf dem Dach, warum denn? Ja, weil wir was können, ne?
Spring jetzt darüber, du dummer Spasti. Hör mal, ich töte dich. Boah, ich werde so sauer lang. Oh, da mal ins Fenster reinfliegen. Da ist ein Fragezeichen. Natürlich da ein Gitter vor. Okay, dann lieber nicht. Das ist dumm. Ist. Boah, oh, hier ist aber irgendwas hundertprozentig. Oh Gott, hier sind viele Zombies. Die Quest ist bei mir. Ach, du bist da oben auch am. Kurz ein bisschen am. Der Zombie hat gerülpst. Loot! So. Ich will ihn looten, aber ich kann ihn nicht looten. Egal. Wir sind so richtig entspannt. Ja. Ist auch ein chilliges Spiel. Hey! Was? Wer bist du? Richtig. Du bist Josh? Ich will mit dir über Elena reden. Die Emotionen haben wir bei dem Spiel vor 10 Stunden irgendwo verloren. Niemand schickt mich. Aber du sollst einige Dinge über Elena wissen. Wichtige Dinge. Nee, ist klar. Du willst sie vögeln, wie wir alle hier. Verschwinde, ich ausraste und deine Fresse umdekoriere. Lass mich ungestört meine Musik hören. Ach du Scheiße! Virusträger! Scheiße! Der zittert ein bisschen. Ja. Jetzt zittert immer weiter. Hoffentlich haben wir ihn nicht kaputt gemacht damit. Er ist einsam, vielleicht beruhigt er sich bis dahin. Mit der Sprache. Welche Geheimnisse kennst du über Elena? Also gut. Wir kamen kurz nach dem Tod ihres Mannes zusammen. Der war der Dritte gewesen, der ihr abgekratzt ist, verstehst du? Ich habe Geld für sie ausgegeben, als gäbe es kein Morgen mehr. Und dann war alles weg. Da bin ich aufgewacht und kam drauf. Gift! Sie hat ihre Männer vergiftet.
Und so sollte es auch mir gehen. Gift? Was für Gift? Sie hat ein Geheimrezept. Stammt angeblich von ihrer Mutter. Nach allem, was ich weiß, hätte es auch eine Alkoholvergiftung sein können. Meinst du, ich kenne den Unterschied nicht? Der Alk hat mich gerettet. Davon bin ich überzeugt. Er hat dem Gift den K.O. verpasst und mein Leben gerettet. Elena ist eine Scheißhexe. Überzeug dich selbst, sie hat Unmengen von dem Mist in ihrer Wohnung. Sie hat's in so kleinen, orangenen Kisten. Geh schon, schau dich bei ihr auf dem Schiff um. Okay, das schaue ich mir an. Jetzt noch ein Fragezeichen irgendwo. Einfach raushauen und töten. Näher, heute ist ein guter Tag, Bürger. Heute ist Hammer. Was? Meine Güte. Ich will nur einen scheiß fucking Bogen. Nein, du kriegst keinen Bogen. Wir können wieder Schnellreise zum Schiff machen. Ja, ich nicht, ne, aber. Ja. Dann können wir die abgeben und dann können wir auch gleichzeitig zum Matt und dann können wir da mit der Hauptquest weitermachen.